Hallöchen, meine Lieben. Ja, heute kommt dieses Augen-Make-up als Tutorial. Und dazu habe ich direkt nochmal eine Frage. Möchtet ihr vielleicht noch weitere Herbst-Augen-Make-ups haben oder mal so ein Herbst-Favoriten-Video? Also Outfits kann ich euch leider jetzt nicht zeigen. Ich bin halt nicht so eine große Fashionista, da müsst ihr mal auf den anderen Kanälen vorbeischauen, die Herbst-Outfits schon gepostet haben, aber von mir werdet ihr da nichts sehen. Also bei mir ist da nichts Besonderes. Und kann ich aber dadurch, da ich jetzt nicht so der Fashionista bin, aber mehr mit Make-up zu tun habe, kann ich euch natürlich auch Make-ups zeigen. Jede Menge. Und wenn ihr möchtet, kann ich euch deshalb ein paar Herbst-Make-ups machen und meine Herbst-Favoriten zeigen. Also was ich jetzt so im Herbst am liebsten so in Produkten benutze. Und ja, da sind schon ein paar Unterschiede zum Sommer. Und ja, ob ihr das auch mal sehen möchtet, zu meinen Herbst-Favoriten. Wenn ja, unten ist die Kommentarbox. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Also wünsche ich euch einfach mal viel Spaß beim Tutorial. Beginnen wir bei der Grundierung. Ich trage mittlerweile ziemlich ungern Foundation. Deshalb verdecke ich nur meine Augenringe mit meinem Lieblingsconcealer. Der ist von MAC, der Studio Sculpt Concealer in NW15. Ja. Den verblende ich natürlich noch gut, bevor ich das Puder auftrage. Ich trage hier ein transparentes Puder einfach über die Stellen auf, wo ich den Concealer jetzt aufgetragen habe. Ich trage dann noch ein leichtes Rouge auf, in einem schönen Aprikoton. Die Kamera verschluckt allerdings die Farben ein bisschen, so sieht es jetzt aus, ob ich nichts auf den Wangen habe, obwohl man es doch in Real Life deutlich erkennt. Kommen wir zu den Augen. Hier trage ich natürlich zuerst meine Lieblings-Lidschatten-Base auf. Die ist von Art Deco, die Eyeshadow-Base. Mit der bin ich wirklich ziemlich zufrieden. Die trage ich im ganzen oberen Lid und natürlich auch im unteren Wimpernkranz auf. Als farbige Base trage ich auf dem ganzen beweglichen Lid und unter der Augenbraue aus der neuen Essence LE den Lidschattenstift in 01 Want to Be My Freshman auf. Das klopfe ich mit den Fingern gut ein, damit er sich da besser verteilen lässt. Und wie fast immer trage ich die Farbe Myla von MAC unter der Augenbraue auf zum Highlighten. Für das eigentliche Augen-Make-up nehme ich jetzt nur noch Farben aus der Zoeva Nude Shimmer Palette. Jetzt, wenn ich so im Herbst die ganzen Bäume mir anschaue und die ganzen Blätter und das Laub sehe, spricht mich die Nude Shimmer Palette da einfach am meisten an, weil die Farben da doch echt dem Herbst sehr nahe kommen. Ich trage da erst so ein wunderschönes Aprikot auf dem ganzen beweglichen Lid und am unteren Wimpernkranz auf. Hier habe ich einen sehr interessanten Ton, den ich sonst noch nirgendwo irgendwo gesehen habe an Lidschatten. Und zwar ist es ein sehr fruchtiges Erdbeerrot oder auch ein helles Weinrot. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ich trage den erst leicht auf und verblende ihn gut und setze den Farbton dann noch ein bisschen intensiver genau in die Lidfalte rein, damit man es auch besser erkennt. Das Ganze auch am unteren Wimpernkranz, damit es sich mit oben wieder verbindet. Mit der Farbe Myla, die ich schon unter die Augenbraue gesetzt habe, habe ich es hier nochmal verblendet. Hier nehme ich dann so ein dunkles Weinrot, ganz zart nochmal direkt in der Lidfalte und am unteren Wimpernkranz. Ja, hier kommt wieder das übliche schwarzer Kajal am unteren Wimpernkranz oder eher gesagt auf der Wasserlinie und am oberen Wimpernkranz, was mich leider immer zum Heulen bringt. Danach folgt das übliche Wimpern durchkämmen, sie danach hochbiegen und die Lieblingsmascara benutzen. Zu dem Ammo würden auch noch super künstliche Wimpern passen, um den ganzen Look noch ein bisschen dramatischer zu machen. Die habe ich hier aber einfach weggelassen und die Wimpern einfach nur ein bisschen stärker getuscht. Naja, okay. Roter Lippenstift ist jetzt hier gelogen. Es ist eher ein Rosenholzton. Das ist die Farbe Glossy Pink von der Glossy Box, von dem Lippenstift. Und ja, ich wollte einfach mal probieren, ob mir die Farbe steht und ob es zum Ammo passt, aber ich glaube, nein, die ist es noch nicht. Und ja, All-Time Favorite, der Nude Lippenstift. Und ich denke, der passt einfach besser zum Look. Ja, und Lippenstift gefunden heißt, Look ist fertig. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.